Was will ich heute mit euch machen? Kurz über die Agenda fliegen. Was ist eigentlich Product-Led Growth? Das ist ein Teil einer Go-to-Market, oder das ist eine Go-to-Market-Strategie. Welche Go-to-Market-Strategien gibt es denn im Vergleich? Was ist der Unterschied zwischen einem klassischen Sales-Ansatz und Product-Led Growth? Was sind die Vorteile davon? Wie könnt ihr einzelne Tipps mitnehmen entlang einer User-Journey? Was bedeutet Product-Led Growth für eine ganze Unternehmung und nicht nur für ein Produktteam? Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal in einem Wrap-up an und ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder wir haben die Möglichkeit, gemeinsam zu diskutieren. Ich will an der Stelle nochmal kurz dazu sagen, das hier sind alles Sticky Notes. Ich habe nicht sonderlich viel Energie darauf investiert, diese Folien zu polieren, was aber auch daran liegt, dass wir in einer Welt leben, in der sich Gedanken und Eindrücke super schnell ändern können und dass es viel einfacher macht, das Ganze hin und her zu schieben. Außerdem habt ihr, wie gesagt, nachher die Möglichkeit, mit den Folien zu machen, was ihr wollt, wenn ihr euch das selber als Template anlegt. Ich fände es super cool, wenn ihr was für euch mitnehmt, für euren Produktalltag und gewisse Stellen identifiziert, an denen ihr das Gefühl habt, ey, da könnte man doch mal drüber nachdenken, unser Produkt ein bisschen mehr Richtung Product-Led oder Product-Assisted zu bringen und einfach Impulse ins Unternehmen zu tragen. Warum ist Product-Led Growth ein wichtiger Aspekt? Hier gibt es eine Folie und ja, das sind Umfragen, die durchgeführt wurden, auf welcher Basis Einkäufer tatsächlich Kaufentscheidungen treffen. Und der obere grüne Bereich stellt sozusagen die Argumente dar, die am meisten ziehen. Und das sind Aspekte wie eigene Erfahrungen gemacht zu haben mit dem Produkt, durch ein Free Trial oder durch einen Account oder durch ein Demo. Oder dass es eine Empfehlung gab durch einen Bekannten oder eine Bekannte. Und ihr merkt recht stark, das sind wahrscheinlich Aspekte, mit denen würdet ihr euch auch identifizieren. Auf der anderen Seite der Skala unten sind so Themen wie Blogartikel oder Materialien von den Sales-Leuten, Webseiten und möglicherweise irgendwelche Artikel. Und da seht ihr schon einen starken Kontrast, ne? Das ist die eigene Erfahrung, die hier einen Unterschied macht. Und das ist unternehmensübergreifend und themenübergreifend relevant. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, so was für Firmen kennt ihr, bei denen ihr in der Vergangenheit tatsächlich einfach mal losgelegt habt und das Produkt benutzt habt, bevor ihr überhaupt einen Cent ausgegeben habt, da fallen euch sicherlich einige ein. Es gibt aber auch einige, ich weiß nicht, ob ihr im Alltag noch welche benutzt, mit denen ihr gar keine Berührungspunkte hattet und mit dem Produkt an sich, bevor ihr es eingekauft habt. Das sind aber immer noch recht große Firmen, die ein recht umfangreiches Produkt haben, was in der Implementierung recht herausfordernd oder kompliziert sein kann. Tools von IBM, SAP und Oracle. Und auf der anderen Seite haben wir relativ leichtfertige Produkte, mit denen wir schnell und einfach einsteigen können. Und das ist dann sozusagen eher der Product-Led-Ansatz. Das heißt, wir brauchen keine Unterstützung durch zusätzliche Personen. Und das, was in der Mitte sich dann begegnet, ist ja der Product-Assisted-Ansatz, bei dem wir einerseits als Kundinnen und Kunden Einstieg in das Produkt finden können, aber dennoch Unterstützung bekommen durch Marketing oder Sales der jeweiligen Firmen. Das schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen im Detail an, was genau das bedeutet. Aber hier habt ihr dann eine ungefähre Vorstellung, was so die Unterschiede sind zwischen einem klassischen Sales-Ansatz, was ein Produkt angeht, und einem Product-Led-Ansatz, was ein Produkt angeht. Und dafür gibt es auch noch zwei Folien, die das mal ein bisschen miteinander vergleichen, was diese Journey angeht. Und hier ist jetzt nicht mein Anspruch, dass ihr das alles direkt erkennt und versteht, sondern dass ihr es einfach mal gesehen habt und wenn ihr Interesse habt, im Nachgang selber dazu nochmal einen Blick drauf werfen könnt und das einfach nochmal für euch vergleichen könnt, was die Unterschiede da sind. Das ist der klassische Marketing- und Sales-Ansatz. Und ihr seht in der Mitte eine horizontale Linie, die einfach unterscheidet, wann wird die Nutzerin und der Nutzer zu einer Kundin oder zu einem Kunden. Also wirklich so eine klare Grenze, wo die Nutzerin oder Nutzer oder potenzielle Kundin oder Kunde einfach, also noch keine Berührungspunkte in dem Produkt hatte. Davor sprechen wir von sowas wie Besuchern auf einer Website, hat die Person vielleicht einen Blogartikel gelesen und dadurch wird sie zum Marketing Qualified Lead.
Wir haben also in unseren Daten irgendwelche Datensätze, die uns erkenntlich machen, könnte spannend sein, die Person mit mehr Infos zu bespielen. Und dann wird sie nach und nach zu einem Sales Qualified Lead, wo unsere Sales-Kolleginnen und Kollegen aktiv werden und sagen, jetzt müssen wir mal mit denen aber sprechen und vielleicht können wir die aktivieren. Und irgendwann, wenn sie genug Formulare ausgefüllt haben und bereit genug sind und Kapital bekommen haben von ihrem Unternehmen, dann können sie das Produkt kaufen. Und dann überschreiten sie diese magische Linie und werden dann zu Kundinnen und Kunden, versuchen sie dort zu halten. Und ihr seht unten auch an den roten horizontalen Linien, das Sales-Team ist vor der Phase des Produkts, des Kaufes beteiligt und danach. Der Customer Success kommt erst, wenn die Nutzerinnen und Nutzer im Produkt sind. Und Marketing hat hinten gar nichts mehr zu tun. Und die Produktteams ohnehin nicht. Also die spielen zu dem Zeitpunkt noch gar keine Rolle vor der Phase des Produkts. Deswegen reden wir von Marketing Qualified Leads und Sales Qualified Leads und noch nicht von Product Qualified Leads. Das machen wir bei dem Product-Led-Ansatz. Da sprechen wir von Product Qualified Leads. Und das sind Menschen, die sich selbst qualifizieren, wenn man so will. Wodurch? Dadurch, dass sie selbst Interesse zeigen, durch das Nutzen des Produktes. Und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr Zugriff bekommen könnt auf ein Tool, sei es eine Web-App oder eine App, die ihr runterladet und da noch nichts zahlen müsst, noch nicht viel Zeit investiert, aber trotzdem der App schon signalisiert, ey, ich mache hier drin was, ich erfahre einen Mehrwert, dann ist es etwas, was eine Unternehmung wahrnehmen kann als Indikator dafür, dass ihr Interesse habt an dem Produkt. Und deswegen geben Unternehmen an dieser Stelle oder mit einem Product-Led-Ansatz relativ schnell Zugriff auf das Tool und lassen die Nutzerinnen und Nutzer sich selbst qualifizieren, um dann im nächsten Schritt, und ihr seht das unten auch an diesen roten horizontalen Linien, relativ früh einzusteigen und zu unterstützen. Und zwar sowohl was das Sales-Team angeht, als auch das Produktteam. Das Produktteam begleitet hier schon recht früh und wir schauen uns gleich an, durch was das Produktteam alles Einfluss darauf hat, dass Nutzerinnen und Nutzer relativ schnell zu Kunden werden. Und ihr seht ja auch hier in diesem Schaubild, dass es keine Marketing-Qualified Leads und Sales-Qualified Leads mehr in diesem Schaubild gibt, weil wir an der Stelle auch keinen Blick mehr darauf werfen, ob wir die Leute extern vom Produkt konvertieren ins Produkt. Das können sie selbst. Das werden sie auch selbst machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was das alles im Detail bedeutet. Lasst uns nochmal kurz einen Blick darauf werfen, was die Vorteile sind, die ihr jetzt möglicherweise schon erkannt habt. Das gibt sowohl Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer an sich, als auch für euer Unternehmen und dann eine Schnittmenge aus beidem. Für die Nutzerin ist es logischerweise erstmal ein reibungsloses Setup. Wir haben keinen Pain durch lange Anmeldungen oder durch Kommunikationen. Wir kommen schnell zum Mehrwert. Das ist etwas, worauf wir hier unglaublich viel Wert legen. Also den Aspekt, dass wir keine Prozesse reinschalten oder zwischenschalten, damit die Nutzerinnen und Nutzer das bekommen, was sie erwartet haben. Und sie bekommen den Wert bevor sie Geld ausgegeben haben, was auch ein mega relevanter Aspekt ist in der heutigen Zeit. Für unser Business hat es den Vorteil, dass wir Geld einsparen. Wenn wir keine Marketing-Qualified Leads und Sales-Qualified Leads mehr haben, die wir erzeugen müssen und die wir bespielen müssen, damit Leute ins Boot kommen, dann sparen wir an der Stelle unglaublich viel Aufwand und Kapital. Wir haben den Vorteil, und das ist eine Folge davon, dass Nutzerinnen sich selbst qualifizieren, und wir uns umso stärker auf die Leute fokussieren können, von denen wir schon das Gefühl haben, die sind bereit, jetzt hier zu investieren, macht umso mehr Sinn. Und wir kriegen Konkurrenzvorsprung vor all den anderen Firmen, die eben noch nur auf den Sales-Ansatz setzen. Weil in der Zeit, in der wir Sales-Gespräche führen würden, kommt eine andere Firma um die Ecke, die einfach sagt, hier, das ist unser Produkt, benutze es, wenn du es cool findest, lass uns sprechen. Es gibt immer noch unglaublich viele Firmen, die nur auf Sales setzen und hier haben Product-Led-Firmen einfach eine wahnsinnige Chance. Genau, und das, was dann die Schnittmenge aus beiden bildet, ist, dass das Produkt selbsterklärend ist. Das heißt, wir haben weniger Aufwand im Erklären des Produktes und die Nutzerinnen und Nutzer, die müssen sich einfach nicht rumschlagen mit irgendwelchen zusätzlichen Leuten, sondern wissen einfach selbst relativ schnell, worum es hier geht und was sie bekommen.
Der Prozess ist schnell. Wir haben keine Zwischenschritte, die notwendig sind. Und die Viralität ist ein zusätzlicher Aspekt, der hier reinzahlt. Wenn wir ein Produkt haben, was von sich aus wächst, dann kann es auch ein Produkt sein, das von sich aus gut und gerne geteilt wird, wenn es richtig gemacht wird. Also das ist einer der Aspekte, auf die wir gleich nochmal einen Blick werfen. Product-led bedeutet ja, es ist aus dem Produkt heraus gesteuert. Und da geht es nicht nur um die Akquise und nicht nur um die Conversion Rate, sondern eben auch um die Referrals. Da kommt manchmal dann die Frage auf, wenn das alles so cool ist, ist das ein Allheilmittel? Kann man das für alles verwenden? Ich glaube, es gibt so gewisse Aspekte, bei denen Product-led an sich alleine schwierig wäre. Und zwar vor allem dann, wenn wir ein Blue Ocean Unternehmen sind, das heißt eins, in dem es schwierig ist, das Produkt sich selbst erklären zu lassen, weil wir einfach ja in einer Domäne unterwegs sind, die noch nicht selbstverständlich ist für viele Leute, in der es noch nicht viele Alternativprodukte gibt und wir somit eigentlich recht viel Zeit investieren müssen in die Aufklärung darüber, was unser Produkt tut und was es kann. Zweiter Aspekt ist da ähnlich. Also wenn das Produkt an sich komplex ist und wenn ihr Oracle hört, SAP oder die Tools von IBM, das sind meistens solche Produkte. Die sind recht umfangreich. Das ist nicht so, wie gesagt, das ist der eine kleine Mehrwert, den wir schnell haben wollen. Wenn es Zweifel gibt von Nutzerinnen und Nutzern, dann kann Sales und Marketing unterstützen. Wenn es wenige Nutzerinnen gibt und wir wirklich wissen, es ist nachher ein Tool, das benutzen 10 große Firmen, dann können wir auf sehr viele Vorteile von Public Cloud verzichten. Investieren unsere Zeit dann lieber besser, die 10 Kundinnen zu konvertieren. Was ist das Produkt, wann ist das Produkt wann das Produkt in ein System integriert werden muss, ist auch ein Aspekt. Denkt an APIs oder sowas, wo ja die Leute nicht einfach in einem eigenen Management dann hingehen können und sagen können, ich will das jetzt anbinden an unsere Systeme, um mal zu experimentieren, ob es klappt oder nicht. Also das sind einfach so ein paar Aspekte, da lohnt es sich das im Hinterkopf zu behalten. Es ist aber keine Für- oder Wiederentscheidung, dass man sagt, jetzt aus den Aspekten heraus können wir Product-led Growth nicht nutzen. Es gibt viele Ansätze in Product-led Growth, in der Product-led Growth-Methodik, die trotzdem verwendet werden können. Und die schauen wir uns gleich mal an. Einen kurzen Blick auf so eine klassische User-Journey von vor 10 Jahren. Ich benutze die Parametrics immer noch gerne, auch wenn es immer wieder einen Diskurs darüber gibt, ob das heutzutage immer noch die beste Art und Weise ist, zu zeigen, wie moderne Business Models funktionieren. Ich bin schon der Meinung, dass das sinnvoll ist, weil es gibt immer noch diese 5 wirklich relevanten Metriken innerhalb eines Produktes. Die werden aber heutzutage einfach anders priorisiert. Das schauen wir uns nachher auch nochmal kurz an. Aber die wichtigste Reise ist ja eigentlich die, wir haben Nutzerinnen und Nutzer, die das Produkt noch nicht kennen, die es kennenlernen, irgendwann ins Produkt reinkommen, dort einen Mehrwert erfahren, das ist der Schritt 2, die Aktivierung, dann irgendwann bereit sind, für mehr Geld auszugeben und das Ganze so cool finden, dass sie gerne wiederkommen, das ist die Retention, und das vielleicht auch tatsächlich so begeistert, dass sie das mit anderen teilen wollen oder müssen, und das ist die Referral. Und Product-led Growth kann für jede diese einzelnen Schritte einen Mehrwert bieten. Wenn wir uns die ersten Schritte angucken, Acquisition, was bedeutet das für Product-led Growth? Wir haben vorhin gesagt, wir kommen schnell zum Mehrwert, ohne dass Geld ausgegeben wird. Das heißt, ihr habt alle schon mal eine App runtergeladen, für die ihr nichts gezahlt habt und dort die Möglichkeit zu experimentieren, ob euch das gefällt oder nicht. Ich will hier gar nicht zu tief drauf eingehen, das ist etwas, was ihr alle kennt, aber es lohnt sich auf jeden Fall dann nochmal zu vergleichen, was der Unterschied ist zwischen Freemium und Free Trial, weil es beides Ansätze sind, bei denen wir das Produkt erfahren können, ohne was auszugeben. Und die Folien könnt ihr euch gerne im Nachgang nochmal detaillierter anschauen. Ich habe da auch ein paar weiterführende Inhalte drunter gepackt. Aber für mich an der Stelle das Relevanteste ist tatsächlich der Blick darauf, dass wir beim Freemium eine Version haben, die für immer kostenlos ist. Also wir haben immer ein Set an Features, das kostenlos genutzt werden kann, während beim Free Trial wir einfach eine gewisse Zeit, einen Zeitraum haben, in dem wir alles nutzen können und dann irgendwann die Paywall kommt und uns gesagt wird, jetzt müsst ihr aber zahlen, sonst könnt ihr das nicht mehr benutzen. Das sind beides Ansätze, um den Mehrwert früh zur Verfügung zu stellen.
Beim Freemium ist das nur ein Teil des Mehrwerts, weil es, wie gesagt, dann Premium-Features gibt. Und beim Free Trial haben wir vollen Zugriff am Anfang auf den kompletten Mehrwert, der uns dann aber irgendwann weggenommen wird. Und wenn wir ein Produkt austesten und runtergeladen haben, dann messen, dann versuchen wir immer herauszufinden, erfüllt das jetzt den Wunsch, den wir hatten, als wir es runtergeladen haben. Und das ist eigentlich dieser der Vergleich von dem wahrgenommenen Wert, den wir haben, mit dem, den wir dann auch erleben. Und das ist immer ein gutes Ergebnis, wenn das gleich hoch ist. Wenn es da ein Gap dazwischen gibt, dann sprechen wir von einem Value Gap, also von einer tatsächlichen eine Hürde zwischen dem, was uns versprochen wurde oder was wir glaubten, was uns versprochen wird, zu dem, was wir in dem Produkt erleben. Und das wollen wir eigentlich versuchen, so schnell wie möglich zu schließen und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wenn wir also hier so eine Achse anschauen, was ist der Zeitaspekt, den Wunden haben? Der Nutzer und Nutzer muss sich ja mit dem Produkt auseinandersetzen und beschäftigen. Und in dieser Zeit sollte es ja eigentlich einen Anstieg von dem Mehrwert geben, den wir erfahren. Und der erste Punkt, den wir hier unten sehen auf der Achse, ist der Moment, in dem wir wahrnehmen, dass das Produkt möglicherweise einen Mehrwert für uns liefern könnte. Das ist, indem wir zum Beispiel Copy-Texte lesen auf einer Website oder indem wir das in einem App-Store entdecken oder wo auch immer. Und dann laden wir es runter und irgendwann, idealerweise relativ bald, sollte der Moment kommen, in dem wir feststellen, aha, das kann tatsächlich das, was es uns verspricht, auch halten. Wir sprechen hier von einem Aha-Moment, in dem wir dann auch wirklich das Gefühl haben, da ist der erste Mehrwert da, den wir uns erhofft haben. Und dann gibt es natürlich ein weiteres Value Gap, was entstehen kann, nämlich das, wenn wir den ersten Mehrwert hatten, aber der zweite oder dritte Mehrwert, den wir uns erhofft haben, ausbleibt. Wenn wir zum Beispiel hier von Slack sprechen, der erste Mehrwert ist, ich kann eine Nachricht senden an eine bekannte Person. Und das ist super cool, weil sie die erhält und mir zurücksendet. Aber mein eigentlicher Wunsch ist ja, dass ich das unternehmensweit nutzen kann, dieses Tool. Und wenn das ausbleibt, dann will ich das Tool wahrscheinlich auch nicht weiter nutzen. Wenn das aber eintrifft, ist das sozusagen weitere Steigerung des Wertes. Und das habe ich gemacht oder erfahren, ohne wirklich an der Stelle möglicherweise viel Geld ausgeben zu haben oder viel Zeit zu investieren. Von daher, was an der Stelle einfach wirklich wichtig ist zu bedenken, ist, wenn wir einen Erfolg als Unternehmen messen, dann gehen viele hin und überlegen sich, was ist die Metrik, die wir nutzen können, um Erfolg zu messen? Und viele gehen dann hin und sagen einfach, wie viele Leads hatten wir und wie viele von denen haben sich angemeldet? Was hier ein total spannender Aspekt ist, ist sich einfach mal anzuschauen, wie viele Leute von denen, die initial Interesse hatten an dem Produkt, sind auch zu dem Aha-Moment gekommen. Wie viele haben wir auf der Strecke verloren und was können wir daraus lernen? Um das zu optimieren, also diese Strecke zum Aha-Moment, gibt es ein Framework von Wes Bush, das nennt sich Bowling Alley Framework. Und das gehen wir mal gemeinsam durch. Und es gibt ein paar Tipps entlang des Onboardings, wie wir relativ schnell dafür sorgen können, dass ohne Umwege die Nutzerinnen und Nutzer an den Mehrwert ihres Produktes, an den Mehrwert unseres Produktes kommen, den sie sich erhofft haben. Und ihr könnt euch das vorstellen wie tatsächlich eine Bowlingbahn. Hinten gibt es so ein paar Pins, die umgeschossen werden wollen. Und das ist eigentlich so der Mehrwert. Und wir versuchen, eine klare, schnelle Linie dorthin zu erzeugen. Und gerade wenn es am Anfang darum geht, Informationen abzufragen, gibt es immer noch Formulare, die unglaublich viel abfragen. Da können wir uns wirklich die Frage stellen, was davon können wir oder sollten wir eliminieren? Was davon brauchen wir wirklich nur, um auch relativ schnell den Mehrwert zu erzeugen? Wenn ihr zum Beispiel an Google Analytics denkt, da kriegt ihr keinen Mehrwert raus, wenn ihr nicht selber den JavaScript-Code auf eure eigene Webseite packt. Das heißt, das ist ein Teil, das ist fürs Onboarding relevant, damit Mehrwert erfahren werden kann. Es gibt aber auch Mehrwerte, die einfach nach hinten verzögert werden können. Wenn ihr zum Beispiel an Slack denkt, da gibt es Add-ons, die haben alle einen gewissen Mehrwert, aber es ist nichts, was fürs Onboarding relevant ist. Wie gesagt, das meiste, wofür die Leute wahrscheinlich kommen, ist Nachrichten senden. Das heißt, das nach hinten zu verlagern und zu sagen, lasst uns auf den Mehrwert fokussieren, auf den wichtigsten, ist hier total sinnvoll. Macht Sinn, die Aufgaben oder die Abfragen, die wir stellen, zu sortieren, von einfach nach schwer
und auch ja, gewisse größere Aufgaben oder Teilaufgaben zu separieren und die runterzubrechen. Es gibt ein Beispiel, das will ich ja kurz zeigen, das ich total cool finde. Wenn man googelt mit Canva, dem Grafiktool, was bestimmt einige von euch kennen, da will ich einen Post erstellen und hier wird mir eine Seite angezeigt von Canva, auf die gehe ich drauf. Und hier kommt ein Call to Action, der sagt mir dann direkt Poster erstellen, will ich machen. Und das könnt ihr euch wegdenken, weil ich war schon mal auf der Seite und die sagen, willkommen zurück. Aber sonst hättet ihr dieses Pop-up nicht gehabt. Und ich bin direkt in dem Tool online, um ein Poster zu erstellen. Und habe hier die Möglichkeit, das Poster direkt online zu bearbeiten. Und könnte das Poster sofort drucken. Und ich habe ehrlicherweise hier davor noch nichts angegeben zu meiner Person oder zu meiner Bezahlmethodik. Ich habe bei Google auf den Button gedrückt, ich will ein Poster erstellen, hier auf den Call to Action gedrückt und ich konnte ein Poster erstellen. Der Mehrwert, für den ich gekommen bin, der wurde mir innerhalb von 2 Klicks geliefert. Das ist ein wirklich sehr großartiges Beispiel dafür, wie wir dafür sorgen können, dass Nutzerinnen und Nutzer den Aha-Moment so schnell wie möglich erleben. Wenn das aber manchmal nicht so einfach geht, und da gibt es auch einige Produkte, bei denen das herausfordernd ist, spricht West Bush von den sogenannten Bumpers. Das sind, ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt beim Bowling-Spielen, das sind diese Banden, die uns dabei helfen, dass die Kugel zumindest in die richtige Richtung geht und nicht direkt links und rechts reinfliegt in diese Gruben. Und ja, diese können dann unterstützen, also die Nutzerinnen unterstützen, von links und rechts auf ihren Mehrwert zuzugehen. Was sind das für Aspekte, die man da nutzen kann innerhalb des Produkts? Zeige ich das mal gerade. Wenn ihr eine Seite habt, die leer ist, wie zum Beispiel, wenn ihr Google Analytics benutzt, noch nichts hinterlegt habt, dann lohnt es sich, sowas wie so ein Empty State aufzuzeigen, um den Leuten auch wirklich relativ schnell zu signalisieren, ey, du hast ja noch nichts drin. Das Dashboard ist noch leer, lass uns gemeinsam was einpflegen. Und es gibt sozusagen die nötige Führung, die schnell dafür sorgt, zum Mehrwert zu kommen. Letztes Mal auch kam der Tipp auf, es gibt Tools, Lösungen, die schon Dashboards anzeigen mit Beispielelementen oder Beispieldaten, was ich auch super cool finde, weil es einfach ja den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit gibt, zu erfahren, wie das Ganze aussehen könnte, wenn sie das mit ihren eigenen Daten erleben. Hier haben wir eine Produkttour. Das ist eigentlich sowas wie ein Shortcut hin zu dem Mehrwert, den die Nutzerinnen und Nutzer sich erhoffen. Wir fragen einfach ab, was ist für euch gerade besonders relevant, wenn wir noch nicht wirklich wissen, welcher Mehrwert derjenige ist, der für die Nutzerinnen und Nutzer hilfreich ist. Es gibt Checklisten, die eigentlich fast wie eine To-Do-Liste funktionieren, von der wir auch wirklich wissen, wenn wir die Dinge abgearbeitet haben, dann sind wir bereit. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen also nicht kreuz und quer in dem Tool rumraten, sondern wissen ganz genau, das sind die Dinge, die ich zu tun habe. Und das ist ähnlich bei Tooltips, aber die werden heutzutage immer mehr missbraucht in Richtung, wir zeigen alles, was es gibt und wollen den Nutzerinnen und Nutzern zeigen, was wir alles hier schön integriert haben, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern es soll tatsächlich ähnlich wie davor auch den Blick auf die relevanten Dinge lenken. Wenn ihr ein Interface habt, was am Anfang noch ein bisschen überfordernd sein kann. Progress Indicators sind etwas, was ihr sicherlich auch kennt. Ist einfach ein psychologischer Effekt, der Nutzerinnen und Nutzern zeigt, ich bin bald am Ziel, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und muss sozusagen nur noch 2 Schritte machen, um an meinem Ziel anzukommen. Was passiert außerhalb des Produkts, was wir tun können durch Sales und Marketing? Hier geht es wirklich um Aspekte der Kommunikation, die wir sonst auch nutzen können. Wenn wir festgestellt haben, dass eine Nutzerin und Nutzer eine Aktion gemacht haben innerhalb des Produkts oder innerhalb des Tools, was sie nutzen, dann kann das sein, dass das ein Trigger für uns ist, den wir nutzen möchten, um eine Mail zu senden. Wir haben beobachtet, dass du dies oder jenes gemacht hast, super cool, das und das könnte für dich am nächsten Schritt spannend sein. Oder wir haben festgestellt, dass du da und da Schwierigkeiten hattest oder festgehangen bist,
wollen wir mal miteinander sprechen? Und hier beginnt schon der Gedanke, Product-Assisted-Ansatz. Das heißt, wir haben nicht nur das Produkt, was Dinge tut, sondern wir haben auch Leute, die links und rechts einfach beobachten, was passiert innerhalb des Produktes und dann reagieren. Und dafür sind dann Sales und Marketing unglaublich wichtig. Wir haben jetzt das Onboarding angeguckt, also wirklich angeschaut, was passiert in der Akquise, wenn Nutzer und Nutzer das Produkt entdecken. Was passiert? Jetzt werfen wir mal einen Blick auf Engagement, das heißt, sie sind schon im Produkt und fangen an, mit dem zu arbeiten. Wie finden wir denn heraus, wie gut die damit arbeiten und wie intensiv die sozusagen damit vorankommen? Und dafür lohnt es sich, sogenannte Engagement-Aktivitäten festzulegen. Dafür nutzen wir auch gerne dann den Begriff Events. Und wir können an gewissen Stellen im Produkt einfach Tätigkeiten festlegen, die wir messen wollen. Könnten hier in dem Beispiel Aspekte sein, wie Leute haben sich eingeloggt oder ein Foto hinzugefügt. Und manche Aktivitäten sind natürlich irgendwie gewichtiger als andere. Da können wir dann Punkte vergeben zwischen 1 und 10 und sagen, welches der Events ist dann besonders wichtig und welches nicht. Und dann können wir tracken, wie häufig nutzen Leute diese Events und dadurch auch so einen sogenannten Engagement-Score festhalten. Warum wollen wir das machen? Wir können einzelne Nutzer untereinander vergleichen, feststellen, welche Arten von Nutzerinnen und Nutzern machen denn wie viel. Und wir können dadurch auch erkennen über einen längeren Zeitraum, ob Nutzerverhalten abnimmt oder zunimmt durch das Hinzufügen von Features zum Beispiel. Wir müssen also nicht raten und nicht überlegen, hat die Veränderung an einem Produkt irgendwie für Optimierung gesorgt, was das Engagement angeht, sondern wir können es tatsächlich auch auslesen. Und das Schöne ist, dass das Ganze halt eigentlich sowas ist wie ein Leading Indicator. Das heißt, wir können es tagesaktuell feststellen und müssen nicht erst 2 Wochen später in der Retro darüber reden, ob das Tool oder das neue Feature blöd oder gut war. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter, nämlich zum Umsatz. Also wann geben Leute Geld aus? Das ist ein spannender Aspekt, spannende Frage. Und wir haben vorhin schon darüber geredet, es gibt oft dann tatsächlich die Paywall, die in einem Produkt sagt, jetzt muss gezahlt werden. Was aber hier ein paar Aspekte sind, die total wertvoll zu berücksichtigen sind innerhalb des Produktes, ist Transparenz früh zu zeigen, für was kann ich hier mein Geld ausgeben, welche Mehrwerte werden mir da versprochen. Ich weiß möglicherweise, dass ich immer eine Variante habe, die kostenlos ist, wenn ich in einem Premium-Bereich bin. Ich kann jederzeit mich dazu entscheiden, abzugraden. Und ich kann auch relativ gut einschätzen, was das ist, was ich bisher for free kriege und was sozusagen dann die Benefits sind, die ich hätte, wenn ich upgrade. Es gibt auch andere Herangehensweisen, ich habe das auf der rechten Seite gezeigt, kennt ihr sicherlich aus der einen oder anderen App. Ihr könnt ein Tool schon benutzen oder ein Feature und ihr seht, was die Folge davon wäre, was der Mehrwert für euch wäre. Aber ihr könnt es nicht final für euch nutzen, weil das Tool noch eine Sperre einführt. Gebt euch sozusagen eine Vorschau darauf, in dem Fall ist es hier ein Filter von einem Bild. Ich sehe den Filter vom Bild, aber ich kann das Bild nicht speichern. Das heißt, es bricht eigentlich genau in dem Moment ab, in dem ich sagen würde, hier will der Mehrwert entstehen, ich will das Bild, will den Filter ja nicht nur benutzen, um das an meinem Handy einfach mal anzuschauen, sondern um es zu teilen. Aber ich habe wirklich Argumente, nachher Geld auszugeben dafür, weil ich eben weiß, was ich kriege. Und das ist auch der Punkt, an dem es wirklich relevant ist, nochmal an diese Value Gap zu denken. Die Features, die müssen überzeugen und idealerweise werden die nicht verkauft, sondern die werden schon wahrgenommen. Und die sollten idealerweise den Nutzerinnen und Nutzern aufzeigen, wie sich ihr Nutzerverhalten positiv dadurch ändert. Wenn das nicht der Fall ist und sie das nicht wahrnehmen, sagen, ich komme immer mit dem Freemium-Aspekt klar, dann kann es sein, dass es möglicherweise da einfach Hausaufgaben zu tun gibt. Haben wir zu viele Freemium-Aspekte zur Verfügung gestellt? Oder müssen wir uns darüber nachdenken, ob die Paid-Features attraktiv genug sind? Gucken wir nochmal den Aspekt Referrals an, also den Viralitätsaspekt. Da gibt es, wie gesagt, 3 Aspekte. Viralitätsaspekt haben wir gerade darüber gesprochen. Das passiert, wenn Nutzerinnen und Nutzer das Produkt auch wirklich teilen wollen. Ich habe ein cooles Video entdeckt bei TikTok, ich habe ein Meme erstellt und das will ich mit Leuten teilen und da ist da unten ein Wasserzeichen drin.
Das ist an sich ein cooler Product-Led-Growth-Ansatz, auch wenn jetzt so eine Meme-Seite nicht ein klassisches Produkt in dem Sinne ist. Aber es funktioniert. Das Produkt macht für sich selbst Werbung. Kollaboration, es gibt manche Tools, da macht es einfach gar keinen Sinn, dass wir keine anderen Leute haben. Ja. Wenn ihr an DocuSign denkt oder Calendly, das geht nur mit mindestens zwei Leuten. Und es gibt einen Reward-Aspekt, das ist sowas wie dann extrinsische Motivation. Also ich krieg eine Belohnung, wenn ich es teile oder wenn ich Bewertung dafür abgebe. Und wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt, die Retention, Leute bleiben in dem Produkt und der negative Aspekt dahinter ist Churn, das heißt der Absprung, die Leute kommen nicht wieder, die gehen. Welche Formen davon gibt's? Gibt den User Churn, wir messen einfach im Nachgang, wie viele Nutzerinnen sind abgehauen. Es gibt den Revenue Churn, wir messen, wie viel Umsatz haben wir möglicherweise verloren. Und es gibt den Activity Churn, das misst sozusagen das Engagement, wie viel Engagement ist runtergegangen. Und da habe ich vorhin schon gesagt, sowas können wir im Voraus erkennen. Sozusagen totaler Benefit, wenn wir das Engagement auf Tagesbasis messen. Wie können wir die Retention erhöhen, also dafür sorgen, dass der Churn reduziert wird? Ich habe hier drei Aspekte mitgebracht. Nähe zu zeigen. Ihr erinnert euch an das Bowling Alley Framework. Wir können sicherstellen, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer sofort begleiten, wenn sie ins Produkt kommen. Noch hier lassen wir das Produkt nicht alleine stehen, sondern wir sind dabei. Wir beobachten, wie Nutzerinnen und Nutzer mit dem Produkt agieren, aber sind sofort da, wenn ein relevantes Event eintrifft. Und wir können telefonieren, wir können Content hinterher schicken. Gamification Aspekt, auch super spannend. Leute lieben es einfach, Aspekte, also sowas wie Fortschritt zu sammeln, zu sehen, welche Fortschritte haben sie gemacht im Vergleich zu anderen, sich in Ranglisten darzustellen. Das ist jetzt sicherlich nicht für alle Produkte geeignet, das ist hauptsächlich für B2C interessant, aber es ist dennoch ein Aspekt, der unglaublich gut dafür sorgen kann, Leute zu binden. Und ein Aspekt, den ich relativ gemein finde, ist der des Verlustes. Wir verlieren alle Daten und Inhalte, die wir erstellt haben, wenn wir kündigen. Das haben wir damals am eigenen Leib erfahren mit dem Tool Product Board. Da hatten wir recht viele Infos hinterlegt. Uns war es dann irgendwann zu teuer und wir wollten kündigen. Da haben sie aber gesagt, ihr könnt nicht pausieren und eure Daten werden nicht behalten. Das hat dann dazu geführt, dass wir 3-4 Monate länger geblieben sind. Und ja, den natürlich dann dadurch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gestellt haben. Aber ich rede jetzt im Nachgang negativ darüber, deswegen weiß ich auch nicht, ob das die beste Strategie war. Kann jeder für sich selbst überlegen. Ich habe es gerade schon angesprochen, aber wenn wir jetzt einen Fokus auswählen müssten auf die Metriken, die wir versuchen zu optimieren, dann sind sich Experten einig, dass das Wichtigste ist, den Churn zu optimieren. Das heißt, sicherzustellen, dass die Kundinnen und Kunden nicht 2-3 Wochen später aus dem Produkt abhauen, weil sie sagen, ey, ich entdecke hier keinen Mehrwert mehr für mich. Der zweite Schritt ist, Average Revenue per User zu erhöhen. Das heißt, sicherzustellen, dass der Umsatz mit den einzelnen Nutzerinnen hochgeht. Auch da lohnt sich das Geschäftsmodell zu hinterfragen und zu überlegen, ist das in dem Prozess, so wie wir es gerade anbieten, eigentlich optimal? Im Verhalten zu dem Engagement, was die Leute mitbringen, also die Art und Weise, wie intensiv sie das Produkt nutzen, können wir das optimieren? Und manche fragen immer, ja, wenn wir die Retention erhöhen, also die Nutzungsdauer, geht dann nicht die Average Revenue auch hoch? Wenn man zum Beispiel den Monatsabo-Preis gleich hoch lässt, dann ja. Wenn wir den aber zum Beispiel senken und sagen, Monatsabo wird günstiger und können dadurch Leute länger halten, dann kann es sein, dass wir mit der Average Revenue sozusagen insgesamt unterm Strich gleich bleiben, aber trotzdem die Churn-Rate reduzieren. Und dann kommt irgendwann die Anzahl an Nutzern, und das ist etwas, worauf sich recht viele Firmen anfangs fokussieren, auf diese Acquisition. Wir wollen viele Leute da reinbringen, aber es ist viel, viel teurer, es ist viel wertvoller, Leute zu halten, als Leute ins Produkt reinzubekommen, weil wir eben einige Funnel-Schritte oder User-Journey-Schritte sozusagen schon erledigt. Wenn wir da nochmal auf die Pilot-Metrics gucken, ich glaube, es vorhin angesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt die ideale Priorisierung, ne, mit der Acquisition anzufangen, sondern wir haben gerade gesagt, Churn zu reduzieren ist wichtig. Das heißt, wir haben da die Retention, dann bei der Activation unten in der Mitte, da kann es auch schon für Churn sorgen, wenn sie nicht schnell ans Aha-Erlebnis kommen.
Und deswegen, falls ihr das schon mal gehört habt, dass man nicht nur von der R-Matrix spricht, sondern von der RARA-Matrix, dann bedeutet das einfach, dass wir hier die einzelnen Metriken umkehren und einfach einen neuen Blick auf die Priorisierung legen. Wenn wir das Ganze cool finden und den Eindruck haben, das könnte für uns super gut funktionieren, aber wie soll das in der ganzen Company funktionieren, dann lohnt es sich einfach nur mal drauf zu gucken, warum es relevant ist, das Company-weit zu denken und warum die Daten und Metriken, die wir aus dem Produkt rausziehen, für jedes einzelne Team relevant, für jedes einzelne Team relevant ist. Es ist für die Produktteams relevant, weil Produktteams sehr schnell begreifen können, welche Features relevant sind für die Nutzerinnen und Nutzer durch das Nutzerverhalten und dadurch auch die User Experience optimieren können, entlang des Onboardings, aber auch dahinter. Ihr denkt zum Beispiel gerade an die App, mit der man die Fotos mit Filtern versehen kann. Das ist ein brillantes User Experience meiner Feature. Ich kann den Mehrwert erleben, ich kann ihn aber noch nicht komplett abschließen. Das ist etwas, was aus dem Produktteam kommt. Für Sales ist es wichtig, weil sie eben wissen, wann sie zum richtigen Zeitpunkt kontaktieren können, um zum Beispiel ein Upgrade zu machen, eine Conversion auf das Paid-Modell. Wenn wir zum Beispiel bei Slack feststellen, die wollen unglaublich viele Leute einladen. Jetzt macht es Sinn, vielleicht mal zu überlegen, den Company-Angebot zu machen. Für Customer Success ist es relevant, um festzustellen, die waren länger nicht da oder die haben sich wild umhergeklickt und finden jetzt nicht irgendwie das, was sie gesucht haben. Das können wir identifizieren und können eingreifen und sagen, wollt ihr einen One-on-One-Call machen oder wo habt ihr Schwierigkeiten? Wir geben das weiter ans Produktteam. Für Marketing ist es hilfreich, um tatsächlich auch die Benefits und Mehrwerte auszulesen und die wiederum zu benutzen, um vorne in dem Produkt oder vor dem Produkt Werbung für das Produkt zu machen, sodass Leute darauf aufmerksam werden. Auch hier, wie gesagt, ist dann kein klassischer Product-Led-Ansatz, aber es ist einer, bei dem sich die Teams die Hände reichen. Und für den Owner oder die Ownerin oder das Team hinter dem Product-Led-Ansatz ist es einfach wichtig, immer wieder daran zu erinnern, diese Growth-Tätigkeiten in den Mittelpunkt der Firma zu stellen, damit nicht die Dringlichkeiten des Alltags, des Tagesgeschäfts in die Quere kommen. Der Product-Assisted-Ansatz ist der in der Mitte steht zwischen Sales-Led und Product-Led, und ich finde den eigentlich brillant und für viele Firmen unglaublich wertvoll. Das ist der, wenn wir oben den blauen Bereich anschauen, was das Produkt an sich macht, und hier reden wir von tatsächlich dem Bowling-Alley-Framework, dass die Nutzerinnen und Nutzer versuchen, so schnell wie möglich selbst an ihren Mehrwert zu kommen. Aber wir beobachten das durch die Metriken und die Daten, und die sind tagesaktuell, die sind eigentlich sekundenaktuell idealerweise. Und wir können in dem grünen Bereich als Unternehmen beobachten, an welcher Stelle was passiert und wie wir eingreifen können. Und ihr seht das mit dem T und dem B markiert. Die T-Timestamps sind Aspekte, die kommen zu einem gewissen Zeitpunkt, also einfach nach einer gewissen Zeitachse, die vergangen ist. Und B ist dann, wenn wir feststellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer was bestimmtes Produkt machen und wir dann darauf reagieren können. Hier lohnt es sich tatsächlich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Es gibt uns einen Blick darauf, wie wollen wir auch in dem Markt positioniert sein. Und wir können das anhand von zwei Achsen, können wir uns unterscheiden von der Konkurrenz, nämlich indem wir die Aufgaben besser machen als die Produkte, die es von der Konkurrenz gibt. Oder wir können einfach ein paar Features rausnehmen. Und die andere Achse ist, wie viel wollen wir dafür verlangen? Und wir könnten weniger verlangen dafür, wir könnten mehr dafür verlangen. Und wenn wir alles besser machen und dafür weniger Geld verlangen, dann reden wir von einer dominanten Strategie. Wenn wir aber einfach voll viel wegnehmen und sagen, wir wollen trotzdem weniger, dann sind wir bei einer disruptiven Strategie, beispielsweise Canva, die, wenn ihr das Produkt nutzt, und das haben wir gerade gesehen, unglaublich schnell zum Mehrwert kommt mit recht wenigen Features und wieder weniger zahlen als bei Photoshop. Wenn ich jetzt aber Grafiker bin, der intensiv die Dinge bearbeiten muss, dem reicht vielleicht Photoshop. Das lohnt sich, das nochmal im Hinterkopf zu behalten, weil auch das eben den Eindruck davon geben kann, welches Maß an Features brauchen wir denn tatsächlich, um schnell im Markt zu einem Standpunkt zu kommen, wo wir von Nutzerinnen und Nutzer als Firma mit Mehrwert wahrgenommen werden. Jetzt kommen wir zum Wrap-up.
Ich habe versucht, hier aufzuzeigen, wie eine User Journey aussehen kann anhand von Product-Led Growth. Wenn ihr nochmal die Pirate Metrics im Hinterkopf habt, es versucht hier auch eine Reise darzustellen. Wir haben am Anfang in Grau Marketing Qualified Leads und Sales Qualified Leads. Vielleicht haben wir die noch. Wir haben die noch identifiziert, möglicherweise, weil sie nach wie vor vielleicht Blogartikel lesen und so weiter. Aber wirklich spannend wird es, wenn die Kontakte in das Produkt kommen und dort zu Sign-ups werden, sozusagen, wenn sie selber den Sign-up vollziehen. Und von dort dann sehr zügig zu dem Aha-Moment kommen. Das ist der nächste Schritt. Dadurch werden sie zu Product Qualified Leads. Sie sind aktiviert sozusagen. Und dabei ist es für uns wichtig, dass das Ganze schnell geht, dass es reibungslos geht und dass sie idealerweise kostenlos dahin kommen. Weil wenn das passiert ist, dann haben wir unglaublich viele wertvolle Informationen als Unternehmen über über diesen Kontakt. Wir können feststellen, ob dieser Mehrwert, der da erreicht wurde, etwas ist, auf dem wir kontinuierlich dann aufbauen können und was diese Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise jetzt im nächsten Schritt brauchen, um das Ganze kontinuierlich zu nutzen. Das ist nämlich auch der Punkt, der im nächsten Schritt kommt. Wann werden Sie zu Kundinnen und Kunden, die Geld dafür ausgeben? Was sind die Features, die dann im nächsten Schritt überzeugend sind? Und an der Stelle kann es in verschiedenste Richtungen gehen. Wir können sicherstellen, dass hier die Features gekauft werden oder eine Premium-Variante abgeschlossen wird. Und wir müssen auf der anderen Seite verhindern, dass die Leute an der Stelle dann nicht Value Gap unterliegen und sagen, hier, ich will hier nicht mehr bleiben, hier bringt es mir nichts, ich muss raus. Das heißt, eigentlich die zwei wichtigsten Aufgaben für uns an der Stelle. Und wenn wir das hingekriegt haben, die Leute sagen, ich habe hier einen Mehrwert, ich will hier länger bleiben, ich will auch Geld dafür ausgeben, dann werden sie zu aktiven und loyalen Kundinnen und Kunden. Und wir können sicherstellen, dass sie im nächsten Schritt auch ihren Freunden und Freundinnen davon erzählen. Ja, ich habe auf den Folien ein paar Inhalte zusammengesammelt, woher ich diese Informationen habe. Und wie gesagt, ihr kriegt im Nachgang die Folien dazu. Kann ich die euch, könnt ihr selber das anschauen, was ihr spannend, interessant findet. Ich möchte noch einladen zu unserem nächsten Event. Wir machen eine Dreierreihe, Empowered Product Teams, bei denen es um Produktstrategie und um Roadmaps und um OKRs geht. Und die erste Session dreht sich tatsächlich um Produktstrategie. Und wir wollen sicherstellen, einfach mal zu vermitteln, was notwendig ist für eine Company oder für ein Unternehmen, dass von der Strategie die Strategie so festgelegt wird, dass für die Produktteams einerseits Leitplanken festgelegt werden. Wir wissen, was wir tun wollen und was nicht. Und auf der anderen Seite aber auch Vertrauen und Freiheit, damit die Produktteams eigenständig die Entscheidungen treffen können, die notwendig sind, um diese Unternehmensziele zu erreichen. Und da ist Kommunikation und Empowerment unglaublich wichtig. Deswegen freue ich mich total auf diese Dreierreihe und fände es super spannend, wenn ihr dazu kommt und ein bisschen was von euren Erfahrungen mit reingebt.